Nachdem wir in der letzten Woche ja richtig Konfusion, richtig Turbulenz hatten, es waren die größten Umsätze, die jemals verzeichnet wurden an der Wall Street, geht es heute ziemlich turbulent weiter im asiatischen Handel. Zunächst nach unten, dann nach oben, weil die Notenbanken wieder mal interagiert haben. Zum Beispiel dieser Herr Kuroda, nicht nur mit einem Statement, so ähnlich wie es die Fed am Freitag gemacht hatte. Nein, man hat auch mal für 100 Milliarden Yen ein paar ETFs gekauft in Japan, von denen man schon am Gesamtmarkt gesehen 80% besitzt. Also jetzt hat man noch ein bisschen mehr. Man sieht also, dass da durchaus schon was los ist. Aber es muss noch mehr kommen, sagen die Märkte. Inzwischen nämlich sind drei Zinssenkungen eingepreist von eben diesen Aktienmärkten. Und drei Zinssenkungen wohlgemerkt bis zur nächsten Sitzung, bis zum 18. März. Das heißt, die Märkte erwarten, dass am 18. März dreimal praktisch der Leitzins um 0,25% gesenkt ist. Das kann man auch in einer Sitzung machen oder zum Beispiel eine 0,5er Senkung und dann nochmal 0,25. Aber das ist die Erwartung der Märkte. Und wir sehen das zum Beispiel hier in dieser Grafik. Wir sehen hier die sogenannte Effective Federal Funds Rate. Also das ist praktisch das, was im Interbankenhandel so der Fall ist. Und hier sehen wir den sogenannten IOER, das ist der Interest on Excessive Reserves, wie es sich nennt, also praktisch die überschüssige Liquidität, die Banken bei der Fed anlegen. Und da ist der Zinssatz konstant, weil eben diesen Zinssatz die Fed definiert, während die Effective Federal Funds Rate am freien Markt gehandelt werden. Und wir sehen, da muss die Fed jetzt hier agieren, um dieses Gap, um diese Lücke zu schließen, sonst wird es ziemlich ungemütlich für die Märkte. Wir sehen jetzt hier schon, dass die sogenannten Finanzkonditionen sich maßgeblich verschärft haben. Das war ja bis vor kurzem ultra locker. Es war also super einfach für Firmen etc. Kredite zu bekommen. Man hat das Geld ja regelrecht nachgeschmissen. Jetzt ist man vorsichtiger. Kaum wird da mal ein bisschen abverkauft, schon wird der eine oder andere vorsichtig. Dementsprechend haben sich die Konditionen verschärft. Und jetzt ist es eben so, dass die Party an den Märkten heute stattfinden kann, weil die Meldung kam, ja, die G7-Finanzminister, die wollen sich morgen mit den wichtigsten Notenbanken in einer Telefon-Videokonferenz beraten. Das ist der Stoff, aus dem die Liquiditätsrallye heute ist. Das ist sozusagen die Versicherung, die die Märkte jetzt brauchten. Damit wollen die Notenbanken, wollen die Autoritäten natürlich auch verhindern, dass jetzt noch mehr Geld in die sicheren Häfen fließt, wie Staatsanleihen. Wir sehen ohnehin etwa, dass die zweijährige US-Staatsanleihe so überkauft ist wie seit 1930 nicht mehr. Das muss man sich mal 1980 nicht mehr, sorry, muss man sich mal vorstellen. Und wir haben auf der anderen Seite aber die Situation, dass nach wie vor trotz des Abverkaufs die Aktienmärkte in den USA zumindest noch nicht wirklich günstig sind, sondern historisch oder im historischen Kontext immer noch relativ sportlich bewertet sind. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Schauen wir uns ein paar Dinge an, die interessant sind. Zum Beispiel diese Grafik. Wir haben ja hier diese Manie gehabt von Aktienrückkäufen, Buybacks. Und wir sehen jetzt, dass in diesem Abverkauf letzte Woche vor allem diejenigen Unternehmen, die für Aktienrückkäufe bekannt sind, die das exzessiv getätigt haben, dass diese Unternehmen noch stärker unter die Räder gekommen sind als die anderen. Warum? Weil die natürlich Aktien gekauft haben, eigene Aktien zurückgekauft haben zu Preisen, die jetzt deutlich höher waren, als wir derzeit bei der Kursbewertung sind. Und wenn die ganze Geschichte weitergehen würde, wenn das noch weiter nach unten geht, dann müssten die bilanziell irgendwann mal Abschreibungen tätigen. Das ist sozusagen so ein bisschen die Rechnung, die man jetzt bekommt für dieses exzessive Verhalten, indem man eben nicht in die Zukunft investiert, sondern nur versucht, die eigenen Boni aufzuhübschen und die Aktionäre zu beglücken. Das wird dann eben ein Problem. Schauen wir uns mal hier die Situation an. Wir haben jetzt ja den schnellsten Abverkauf von einem 52-Wochen-Hoch zu einem 52-Wochen-Tief beim Dow Jones. Gab es zuletzt in den 1930er Jahren. Und jedes Mal, wenn wir in einer Woche wenn wir solche scharfen Korrekturen hatten, dann ist die Wahrscheinlichkeit einer Rezession historisch gesehen extrem hoch auf der einen Seite und oder eben auch eines Bärenmarktes. Das wird man sehen. Jedenfalls ist die Sache so, dass wir wahrscheinlich noch nicht aus dem Gröbsten raus sind. Wir sehen, dass das, was da passiert ist, rein technisch gesehen beim Dow Jones durchaus Sinn gemacht hat. Wir sind hier ziemlich genau auf das 61,8er Fibonacci Retracement gelaufen und haben hier erstmal gehalten, haben hier dieses Tief aus dem Sommer 2019 erstmal verteidigen können. Das ist also alles noch ziemlich regulär. Wir haben nicht wirklich zum Beispiel Situationen erlebt, wo gar keine Preise mehr gestellt wurden oder ETFs praktisch versagt haben, die Kursstellung bei ETFs versagt haben, wie zum Beispiel im Flash Crash, als da
durchaus das eine oder andere Problemchen der Fall war. Also das ist alles noch durchaus im Rahmen des Möglichen und wir dürften eben hier jetzt in dieser technischen Erholung sein, getrieben durch die Hoffnung auf die Notenbanken, die beim S&P 500 dann zum Beispiel eben, naja, bis in den Bereich 3094 reichen kann. Das ist das 38,2er Fibo Retracement. Nach wie vor ist wohl davon auszugehen, dass wir jetzt nicht eine Trendwende sehen, sondern dass diese Rallyes, die man ja durchaus mitgehen und mitspielen kann, dass die aber übergeordnet erstmal dann auch Verkaufsgelegenheiten sein werden, weil da vielleicht noch was kommt. Wir haben dann auch gesehen, dass Donald Trump wieder mal gegen die Fed stänkert und sagt, ja, viel zu langsam. Die Fed müsste eigentlich vorausgehen, müsste führen und nicht sich durch andere führen lassen. Also wieder deutliche Kritik hier von Donald Trump und Lindsey Graham bringt das auf den Punkt, was vielleicht bei den Republikanern, bei der Republikanischen Partei insgesamt so ein bisschen der Fall ist. Ja, wahrscheinlich weiß Donald Trump mehr über Medizin und speziell über Viruse als die sogenannten Wissenschaftler bei der Seuchenbekämpfungsbehörde in den USA. Es zeigt so ein bisschen, wie die Maßstäbe da verschwimmen. Da wird jemand, der schon mit der Rechtschreibung so ein bisschen Probleme hat, sozusagen in den Stand versetzt, kompetenter zu sein als Mediziner und Virologen, halte ich für ein bisschen weit hergeholt, ist aber ungemein typisch. Heute ja der Super Tuesday. Da wird sich zeigen, vielleicht schon vorentscheiden, wer der Herausforderer von Donald Trump sein wird. Schauen wir uns mal Sicharts an, was wir hier sehen. Pardon, ist der Nasdaq mit dieser Steinkerze nach oben. Da sind wir dann mal, naja, gut fast 400 Punkte gelaufen. Das passiert nun mal, dass an den Märkten ein bisschen Action ist. Die Charts von Capital.com, meine Damen und Herren. Und jetzt schauen wir uns einmal den S&P 500 an. Oder ich wollte Ihnen noch mal ganz kurz zeigen, vielleicht kein Zufall, dass es hier ein bisschen schwieriger wird jetzt für den Nasdaq, denn hier sind wir Anfang 2020 schon mal gewesen, um dann noch mal neue Hochs zu machen. Aber da ist ein bisschen Widerstand. S&P 500 hatte ich Ihnen versprochen, der bei 3025, wir sehen den DAX, der diese Rallye nicht so richtig mitmacht, muss man sagen. Da sind wir bei 11.890, also da ist nicht diese Euphorie zu spüren über die erwartbaren Zinssenkungen. Klar profitieren die Amis mehr, wenn da die Fed die Zinsen senkt. Wohin soll die EZB eigentlich noch senken? Das ist die große Frage. Wir sehen nach wie vor jetzt, der Dollar abverkauft, eben Zinssenkungsfantasien. Damit verliert der Dollar seinen einzigen Vorteil, den er noch hat, nämlich irgendwie Zinsen zu bieten. Wir sehen, dass Gold sich hält bei 1596 und Crude Oil kann sich erholen, eben im Rahmen dieser Hoffnungen, dass die Notenbanken es wieder richten werden. Was können sie tun, wenn sozusagen dann Produktion stillsteht, wenn Lieferketten nicht mehr der Fall sind etc. etc.? Da kann auch eine Notenbank nichts mehr machen, aber die Aktienmärkte brauchten jetzt ein Signal. Sie brauchen auch das Signal, dass sozusagen dann mit Zinssenkungen die Anleihemärkte unattraktiver werden, Geldströme damit ein bisschen umgelenkt werden. Das ist vielleicht das, worum es geht. Das ist sozusagen das Bild, das sich derzeit darstellt. Ich wünsche jetzt erstmal einen wunderbaren Feierabend und sage Servus und Ciao. Wir freuen uns schon auf die nächsten 750 Zinssenkungen. Mindestens, vielleicht werden es noch ein paar mehr, gell? Okay.